Im Endeffekt, wenn ich jetzt hier die Mitte rausnehme, dann müsste ich auch hier... Ja, das ist nicht schlecht. Das ist in Ordnung eigentlich. Ich sollte vielleicht mal was essen, weil ich merke gerade, ich sterbe hier so halb. So. So. Gut, der auch. Es kommt hier oben viel cooler, wenn man so bis zum Dach durchsehen kann und dann hier oben so diese... Das Geile mit der Sonne und alles. Ja, da so. So. Nee, Moment, hier kommt noch einer in die Richtung und dann hier und da. Geht momentan noch nicht anders, aber sieht schon mal ganz geil aus eigentlich. Abgesehen davon, dass hier noch was fehlt und da noch was fehlt und ja, und Glas fehlt und... Dieses Stained-Dings. Soll ich die Wand hier vielleicht komplett zumachen? Nee. Also hier kommen Fenster hin, obwohl... hier ist eh... ich weiß nicht, vielleicht baue ich hier auch noch irgendwie einen Raum hin, aber... ich brauche noch ein Bett. Ich habe leider kein Bett da... Nein, ich habe kein Eisen. Ich überlegte gerade, hier ist doch ein Schaf. Skelett. Schnee. Achso, da ist es. Hey, du Spacko. Obwohl. Aha. Und abwärts. Lebt es noch? Mist, es lebt noch. Es ist ausgewichen. Na, wo bist du? Skeletti? Hüpp. Pam. Toll. Wird wohl nichts. Sollte ich vielleicht doch mal auf den Bogen wechseln. Och, Alter, was wird... Wo ist es hin? Hallo? Hat es etwas Schiss gekriegt? Da unten... Willst du mich verarschen, du dämliches Skelett? Okay, jetzt bauen wir hier aber auch endlich mal... So, damit hier auch keiner runterfällt. Gut ist alle. Ja, genau. Bassdrum Action. Mhm, so sehen wir aus. Vor allen Dingen super. Hier kann man auch einfach reingehen ins Haus. Haustüren? Wozu braucht er Haustüren? Da kann man auch einfach hier durch... Durch den Garten. Ja, noch. Aber hier kommt ja noch ein Zaun hin, damit hier nicht einfach wildfremde Leute durch meinen Garten latschen. Außerdem brauche ich hier noch so ein Dach. So ein Dach drüber. Und da oben kommt auch noch Holz hin. Also hier, ja gut, hier müsste ich eigentlich noch ein Dach drüber bauen. Zumindest über die Haustür. So ein kleines... Huch. Ja, gut. Ist okay.
da fehlt ein Slab. Das habe ich doch gesehen. Aber wir haben keinen dabei. Tja, Pech gehabt. So, gucken wir uns mal von Weitem an, wie das schon aussieht. Irgendwie sieht scheiße aus. Noch sieht es scheiße aus. Aber bald nicht mehr. Bald sieht es geil aus und jeder will sich daran reiben und irgendwas damit anstellen. Wer will sie denn an einem Haus reiben? Das Schaf lebt auch gefährlich, würde ich sagen. Gut. Ich bin jetzt nicht der Beste. Was ist das denn? Wo kommt denn die Kuh her? Die muss ich echt irgendwann mal einfangen, die ganzen Tiere, die hier sind. Hüpp, 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 au. Hüpp, au, hüpp, 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 au, au. Hüpp, 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 au, hüpp, hüpp, au, hüpp, hüpp. Das ist so Babynahrung. Hip, hip, hip. Ein Gläschen. Ein Gläschen für Papi. Ein Löffel für Mami. Hip, hip, hip. Ja. Bitte Werbegeld an mich überweisen. Sag mal, was soll das denn? Wo kommt denn die Kuh da her? Ich glaube, ich muss hier echt mal irgendwie... Wir haben nichts. Stonebrick Slabs? Wir könnten da Glas drüber bauen, aber... Bringt ja nichts. Da muss oben Zaun hin. Kann aber nicht angehen, diese Minecraft-Tiere. Was ist das denn? Gut, wir brauchen mal kurz diese Spitzhacke hier, dieser Fortune. Damit nehmen wir das hier einfach mal weg. Hallo? Wo ist es hin? Na egal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da muss man immer so kreischen. Ja, 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 ja. Ich nerve ganz schön, oder? So. Na, gehe ich euch schon wieder auf den Sack? Ach. Wir haben keine Stonebricks mehr. Klick. Den haben wir auch schon lange nicht mehr angestellt, oder? Ich funktioniert. Aber irgendwie baut ich hier, ja. Gut, ich mich will wieder abreichen. Da muss ich mal kurz mit dem Spitzhäckchen ran. Mal kurz wieder. Nein, das geht doch gar nicht. Nein, was soll denn das? Nein, 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 nein. Böse Tunnelbohrmaschine. Das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du es wagen? Nein, 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 das kannst du doch nicht wagen. Nein, 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 gut, ab da müsste er es sowieso machen. Das heißt, nicht Stone, Stonebricks. Na, 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 na. Ja, ich fange schon wieder damit an. Na, 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 na. Na, na, na. Ich finde das so lustig. Au. La, 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 la. Fuck. Das erschreckt mich jedes Mal, dieses Scheißding. Rechnet dann damit, dass es ständig irgendwann spontan plopp, bang. Das ist schlimmer als jedes Horrorspiel, diese OpenGL-Fehlermeldung. Ich hätte es merken müssen. Er war schon wieder bei 1, ja, er war schon wieder bei fast 2 GB RAM. Und mir hat meine Grafikkarte nun mal nicht. Und dann machte die Grätsche. Ach. So, gut. Gucken wir mal nach, ob ich noch irgendein Thema habe.
Ach hier, ein weiteres Twitch-Thema. Twitch! So, Twitch kennt ihr. Das ist so eine Plattform, da kann man Streams gucken. Und ihr kennt vielleicht auch das Problem von Twitch. Das Problem ist ganz einfach. Jetzt ist übrigens die Tunnelbohrmaschine wieder angehalten. Ups. Das Problem von Twitch ist ganz einfach. Wenn zu viele Leute in einem Chat sind, dann fängt es an, nicht nur zu laggen, sondern... Im Moment, laggen tut's nicht. Aber es tut was anderes. Es tut nämlich Probleme geben. Und diese Probleme sind wie folgt. Ihr habt dann bei Twitch plötzlich das so, so die Twitch-Leute einfach den sogenannten Slow-Mode reinhauen. Slow-Mode ist auch ganz toll, wenn ein 500-Leute-Stream zum Beispiel läuft. Also im Endeffekt, wo 500 Leute den Stream gucken und davon 500 Leute im Chat sind, aber nicht alle was schreiben. Denn, ratet mal, was passiert, wenn von diesen 500 Leuten plötzlich alle 500 entscheiden, ach, ich schreibe mal was in den Chat. Wow, scheiße! Kommt denn der Wichser her? Alter, habt ihr den gesehen? Das ist ein Creeper! What the fuck? Alter, wo kommt der denn her? Willst du mich verarschen? Da ist plötzlich ein Creeper. Alter, der kann mich echt in die Steinzeit bomben, wenn der will. Warte, wo ist denn der jetzt? Hä, wo ist er hin? Spawnt der etwa da unten, weil es da dunkel ist? Läuft der eigentlich für Musik? Ach, Kevin MacLeod. Alter, was geht denn hier ab? Wo kommt der Creeper her? Etwa, weil es hier hinten dunkel ist? Und vor allen Dingen, wo ist der hin verschwunden? Ich will jetzt nicht plötzlich von dem irgendwo in die Steinzeit gebombt werden. Das müsste ich reparieren. Und ich will da drüben die Bahngleise ersetzen. Okay, hier wird die Tunnelbohrmaschine sowieso angehalten, weil hier... Gut, okay. Creeper scheint sich wohl irgendwo versteckt zu haben. Hoffen wir das mal. Brick Slap. Ja, Bricks Bitch Slap sozusagen. Der schleicht sich doch irgendwo an, oder? Bahngleise.